Dankeschön fürs Wiedereinschalten. Es geht weiter, der zweite Teil. Ja, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Ich weiß nicht, ob ich im Wald anfangen möchte. Ist ja irgendwie ein bezaubernder Ort. Oder fange ich beim Pariser Klimagipfel an, der vor 5 Jahren war? Da muss man sich mal vorstellen, vor 5 Jahren saßen da unsere gewählten Repräsentanten und Multiplikatoren und haben sich überlegt, wie man unsere Klimakrise wuppen kann. Tja, wie sich herausstellt, und was ist ja auch keine Überraschung, das war ja von Anfang an auch ganz klar, man hat immer von einem Kompromiss geredet. War immer ein Kompromiss, und zwar ein Kompromiss zwischen was? Zwischen welchen Interessen? Aus menschlicher Sicht sieht es aus, als wäre es ein Kompromiss gewesen zwischen verschiedenen menschlichen Interessen. Letztlich ist es ein Kompromiss zwischen dem, was möglich ist und zwischen dem, was nötig ist und zwischen dem, was wir wollen. Das ist ja unser Abkommen, das Pariser Abkommen, wir Menschen. Und unsere Idee, unsere Verpflichtung, wie wir damit zurechtkommen. Ja, und es scheint so, als natürlich so ein Kompromiss da überhaupt nicht reicht. Na und, sage ich da. Also ist mir doch egal eigentlich. Also erstmal freue ich mich natürlich, dass überhaupt in diese Richtung immer mehr gedacht wird. Auch wenn das natürlich, Klimawandel ist ja auch nur ein Symptom vom großen Ganzen. Pandemien übrigens auch, oder Kriege und Ungleichheit und Diskriminierung und was auch immer, ist auch ein Symptom. Symptom wovon? Ja, Symptom von Unverbundenheit mit der Natur wahrscheinlich. Ja, denn wenn wir richtig mit der Natur verbunden wären, oder ich sage mal nicht hätte Fahrradkette, also einfach mal erzählen, was Naturverbindung eigentlich ist. Also Naturverbindung für mich als Wildnisführer ist Sein. Ganz einfach Sein. Ja, und wofür Sein? Auch für das Leben sein, wegen dem Leben sein. Nicht nur zu verstehen, sondern auch einfach diese Erfahrungen zu haben, was eigentlich so Natur bedeutet. Für mich in erster Linie selber. Denn ich glaube, man kann ja nicht sehr weit über seinen eigenen Horizont hinausdenken. Und es ist ja auch schon eine Herausforderung genug, ne? Innerhalb des Horizontes zu denken. Ja, und ich sagte gerade, also das Pariser Klimaabkommen kann mir eigentlich egal sein. Warum denke ich denn so? Ja, natürlich, weil ich einfach viel mehr selber machen kann. Wenn ich mich nach dem Pariser Klimaabkommen, wenn ich mich daran halten würde, dann würde ich bei weitem nicht so viel tun, wie ich tue und auch tun kann. Und das finde ich einfach eine schöne Feststellung, zu sehen. Guck mal einer an, meinen eigenen Lebensstil habe ich in kurzer Zeit, also in den letzten 5 Jahren, so ändern können, dass jetzt mein Earth Overshoot, der irgendwann Ende nächsten Jahres ist. Ja? Und das ist für mich halt, da ist die Frage jetzt, ja, warum will man das denn überhaupt? Ja, bin ich ganz egoistisch, egozentrisch oder vielleicht auch ekozentrisch, hatte ich ja im letzten Video schon angesprochen, dass es eigentlich das Gleiche ist. Warum will man das? Ja, es macht einfach Spaß, macht Sinn. Also man hat ja nichts zu verlieren. Also ich habe ganz oft höre ich die Sache, ja, du alleine wirst das ja gar nicht können und was denn noch? Ja, das müssen doch alle anderen und wie willst du die anderen dazu kriegen? Will ich ja auch gar nicht. Ich will euch oder uns, also da kann ich ja auch überhaupt nicht. Ich habe ja erstmal sowieso genug zu tun in meinem eigenen Leben, meinen eigenen Lebensstil nachhaltig hinzubekommen. Nachhaltig erreicht ja nicht und nachhaltig ist ja, ja, ist ja Paradies eigentlich, ne? Wenn man das schafft, also nachhaltig zu leben, das ist paradiesisch, weil man erstmal eine riesige Sicherheit hat und weil man halt einfach resilient ist. Also nachhaltig heißt ja so zu leben, dass es weiter funktionieren kann. Und ich kann mir nicht anderer Leute Kopf zerbrechen, wie man das großgesellschaftlich hinkriegen kann. Ich kann ja nur gucken, was kann ich in meinem eigenen Leben machen. Denn auf dieser Welt geht es ja für mich in meinem Kopf, aus meiner Betrachtungsweise, vielleicht nicht vom Gefühl her, aber von dem, was mir an Informationen zur Verfügung steht, die Sinnesorgane, die ich nutzen kann, ist ja meine Betrachtungsweise, wie ich die Welt sehe. Und ja, also diese Frage finde ich eigentlich irrelevant. Fand ich mal anders, also ich habe da, muss ich ganz gestehen, also
dass ich damals sehr missionarisch unterwegs war und versucht habe, andere zu ändern. Und das sehe ich ja auch, das ist ja auch einfach und auch häufig sehr, sehr, sehr plausibel. Wenn ich sehe, was da für ein Bockmist verzapft wird von uns, ne, von Mitwesen menschlicher Natur, da fragt man sich manchmal, und die Situation für mich stellt sich so dar, man redet ja gerne in Metaphern und ich finde die Metapher sehr schön, dass wir mit einem hölzernen Schiff immer schnell im Kreis fahren wollen. Sonniger Tag, wir sitzen an Deck, alles wunderbar, Sonnenbrille auf. Die Zeit ist auch schon ein bisschen vorbei, also das Wetter ändert sich ja, ne? Und nicht nur Sonnenbrille und auf Deck sitzen. Und was wir halt machen, wir fahren schneller im Kreis mit einer Dampfmaschine, die wir mit dem Holz von unserem Schiffsrumpf anheizen. So fühlt sich das an. Machen wir tatsächlich. Wir essen ja unsere Erde auf gerade. Geht ja gar nicht. Und ist ja, also ich nenne das immer fahrlässiger Selbstmord, weil wir ja so reingerutscht sind. Und ja, ist, also für mich ist das fahrlässiger Selbstmord. Ich weiß nicht, ob das überhaupt, ist das strafbar? Keine Ahnung. Und ganz häufig haben wir auch gar nicht die Möglichkeiten, ne, das irgendwie anders zu machen. Also ist ja echt... Erstmal reingerutscht und dann zweitens auch, wir wissen es nicht besser. Und so hat ja keiner gezeigt, wie lebt man nachhaltig. Da sind wir ja mittlerweile die erste Spezies, wo das keine gute Idee mehr ist, so, ne? Das den elterlichen Lebensstil so eins zu eins zu kopieren. Soll man ja sowieso nicht, ne? Geht ja immer, sonst geht es ja nicht weiter. Das ist ja immer irgendwie anpassen, balancieren und so. Und tja, ein bisschen Pause machen, nicht sammeln. Genau, das mit dem anderen ändern und missionieren und predigen und mit dem Finger und Schuldige finden und so, ist einfach furchtbar einfach und liegt ja auch oft so auf der Hand. Vor allem, wenn so richtig so super Bock misst, wie zum Beispiel hier Dannröder Forst. Also da müssen wir doch mittlerweile drüber stehen, zu sagen, ja, wir brauchen einfach jeden Baum. Wissen wir ja. Das ist einfach so logisch. Da muss man einfach nur in die Wissenschaft gucken, da ist auch völlig egal, was wir Menschen da uns selbst mal entschieden haben. Und unsere Gesetze überhaupt, also die sind ja auch mal echt mal ganz, also ich sag mal, zumindest fragwürdig. Denn Gesetze, die es, also was wir uns herausnehmen, ne, wir erlauben uns ja über Leben und Tod anderer Arten, anderer Wesen zu entscheiden. So, es ist legal. Ja, Ökozid ist, gibt es ja bei uns noch nicht so im Gesetz verankert. Weiß ich auch nicht, ob wir das brauchen. Also ich glaube, das ist ein riesen Umweg, ne, diese ganzen Gesetze auf den Weg zu bringen und so. Ich glaube, da kann man einfach hier im Kopf, selbst persönlich, jeder für sich selber viel schneller was machen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir meiner Meinung nach vernachlässigen. Also wir sind gerade sehr dabei zu sagen, ja, die Wirtschaft muss sich ändern, die Gesellschaft muss sich ändern, wir brauchen Systemwechsel, Strukturwandel, bla 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 bla. Das sind ja große Dinger. Und dann will man da irgendwie das mit Gesetzen auch noch regeln, wo sich dann Leute auf den Fuß getreten fühlen und einfach die Motivation nicht da ist. Und wenn man sich das mal anguckt, also jeder für sich persönlich, ne? Also ich gucke mir jetzt einfach nur mal mein eigenes Leben an. So, da kann sich ja jeder selber durchdenken. Und dann wären wir auch schon wieder beim Stopp eigentlich. Kommen wir gleich nochmal zu. Vielleicht mache ich auch nochmal eine Serie zum Stopp selbst. Ne? Das ist ein super, super tolles Überlebenswerkzeug. Kommt auch aus dem Überlebenstraining. Macht auch sehr viel Sinn. Jedenfalls, wenn ich mir mein eigenes Leben angucke, dann sehe ich, dass meine Überlebensprioritäten nicht nachhaltig erfüllt sind. Und ich glaube, das ist keine von den sechsen eigentlich. Und als Wildnishörer weiß ich ja auch, wie wenig ich brauche. Also ich kann einfach mit dem Rucksack wochenlang unterwegs sein im Wald. Und wenn ich mit einer guten Gruppe bin, kann das auch monatelang sein. Und weil man sich einfach nachversorgt. Wenn man eine gute Gruppe hat, die auch was können und ne, ganzen Ballast von Sachen durch Wissen und Weisheiten ersetzen und Fertigkeiten und so. Und also das macht natürlich einfach erstmal Hoffnung, zu wissen, was überhaupt möglich ist. Und das ist für mich persönlich der Ansatzpunkt, gar nicht mal versuchen, jetzt den Lebensstil, an den ich mich mal gewöhnt habe, nachhaltiger zu machen, weil wir haben ja ein Luxusproblem eigentlich, ne? Und also in meinen Augen, unser Luxusproblem ist, dass wir, also ich sehe jetzt hier, bin jetzt gerade auf Heimatbesuch in Deutschland, wohne in Finnland und da, hier gibt es 15 Meter lange Fleischtheken im Supermarkt. Das ist doch ein, also ich weiß nicht, was ich da, ein anderes Wort, Luxusproblem ist das schon. Und man gewöhnt sich ja an Sachen, da will man nachher nicht mehr, die will man nachher nicht mehr missen. Und das ist auch da, also das ist natürlich der Zweite Weltkrieg, wieder mal, also diese ganze Nachkriegsgeneration hier in Deutschland,
dieses, ja, es gab ja nichts und wenn es dann was gab, dann hat man auch aus dem Vollen. Ne? Und das hat sich ja dann weitergetragen und ja, dann macht man immer, also immer größer als Brauch. So ist irgendwie unser Motto, glaube ich, auch wirtschaftlich. Ne? Und dieser Gedanke, im eigenen Leben mehr machen zu können, als was, vor allem viel schneller. Viel, viel schneller. Und es macht, es ist ja sowieso eine Notwendigkeit. Ich kann ja erstmal mich nur um mein eigenes Leben kümmern. Und da gibt es ja sowieso viel zu viel, also genug zu tun. Also die Motivation, also ich für mich ist es halt so, wir reden gerade über ganz viel diese Push-Faktoren. Wir müssen uns ändern, weil. Ja, klar müssen wir uns ändern. Also man muss sich ja immer ändern, denn so funktioniert Natur, dass man ein Gleichgewicht versucht herzustellen. Und dieses Gleichgewicht natürlich, erstmal fängt Naturverbindung ja im eigenen, also in der Verbindung mit mir selbst. Und dann geht es um die Verbindung mit anderen Wesen um mich herum und Verbindung natürlich mit dem Rest der Natur, was letztlich alles eins ist. Und das geht am besten mit dem, also einfach rausgehen. Einfach rausgehen und nichts machen. Einfach nur mal auf dem Balkon sitzen und versuchen, die Wolken zu verstehen oder die Vögel. Mal gucken, wer da alles in der Nachbarschaft lebt. Und dann jeden Tag hingehen und gucken, wie die auf einmal, meinetwegen ein anderes Vogelartiges Wesen, ja, wie die auf einen reagieren und einen angucken. Und dann vielleicht nicht mehr wegfliegen, wenn die merken, dass man die anguckt. Ja? Und mit ihrer Sprache auch was kommunizieren. Also solche Sachen. Das ist Naturverbindung, ist in erster Linie zuhören und offen sein und ja, draußen sein, wo Leben stattfindet. Jetzt bin ich ja wieder von Höcksken auf Stöcksken gekommen. Obwohl eigentlich ja nicht. Es geht ja auch um Werkzeuge. Was können wir tun und wie kann man schnell was tun? Und eben war mein Punkt, die Gründe, warum wir was tun sollten. Und zwar ist es ja nicht, für mich persönlich, ist es gar nicht mal der Druck, der so groß ist, sondern die Pull-Faktoren. Also das, was ich alles sehe, die ganzen Vorteile, die ich habe, wenn ich mein Leben weiterhin so schnell wie möglich hochprozentig nachhaltig gestalten möchte. Und da gibt es eine ganze Latte an Sachen, die man lernen muss, aber viel mehr muss man Altes vergessen. Ne? Also das ist gar nicht die neuen Gewohnheiten, das ist gar nicht das Schwierige. Das ist einfach, macht ja auch Spaß. Das macht ja auch einfach Spaß und gibt Sicherheit und man versteht das Leben auch einmal. Also es ist nicht mehr alles so komplex und man versteht die Zusammenhänge nicht und hat nicht irgendwie Angst, dass ja, was ist denn, wenn jetzt auf einmal der Strom ausfällt oder noch eine Pandemie kommt oder so. Ich habe ja für mich persönlich in meinem Lebensstil in Finnland, Corona macht ja nichts aus. Ich habe überhaupt keinen Unterschied in meinem Leben festgestellt. Ist ja alles ganz normal. So, und das ist natürlich ein Privileg, was ich habe und da ironischerweise auch aus der Steinkohle. Ne? Ich bin nämlich hier im Kohlenpott aufgewachsen und ja klar, Vater war in der Steinkohle. Ne, und im Bergbau. Wir haben mit Kohle geheizt im Keller. Und da ist ein Wohlstand aus entstanden, der mir erlaubt hat, die Welt zu bereisen zum Beispiel und die Welt mit anderen Augen zu sehen. Oder mit meinen eigenen Augen letztlich natürlich. Ne. Ja, ich möchte jetzt aber weitermachen. Und zwar diese drei möglichen Ebenen, auf denen wir Wandel vornehmen können. Und da sehe ich einfach, die mächtigste und kräftigste ist halt genau die, wo immer gesagt wird, ja, das geht doch aber nicht, das ist doch unmöglich. Ja, haben wir schon mal probiert, ist es wirklich unmöglich? Nö, glaube ich nicht, glaube ich überhaupt nicht. Also ich sehe es ja an mir selber zum Beispiel, dass es einfach möglich ist und Sinn macht und Spaß macht und weiß ich nicht. Also es ist, und da muss ich ja gar nicht mal an die ganze Welt denken dabei. Natürlich ist irgendwie das Wohl der Welt meine Motivation, aber der Handlungsraum, wo ich überhaupt handeln kann, ist in erster Linie mein persönliches Umfeld und jetzt vielleicht auch hier, dass ich hier an dieses Stückchen Plastik reinspreche, was ich hier am Baum gebunden habe. Ja, im letzten Video hatte ich das Stopp schon mal angesprochen. Stopp ist nämlich ein Werkzeug für Überlebenssituationen. Ja, da rede ich ganz kurz nochmal. Also S, Stop, T, Think, O, Observe, P, Plan. Das habe ich ein bisschen verändert in meiner persönlichen Nutzung. Und zwar mache ich das Full Moon, Full Stop. Jeden Vollmond mache ich einen Tag Pause, einfach denken. Einfach mal stoppen. Und das ist ja das Schöne, wir wissen im Moment gerade gar nicht mal, was müssen wir machen, wie machen wir es überhaupt. Aber einfach mal gar nichts machen. Sehen wir gerade an Corona,
Lockdown hat ja positive Auswirkungen auch. Ja, also einfach mal Pause machen. Und jetzt sowieso Winter ist ja sowieso Zeit des Nachdenkens und des Reflektierens und des Träumens. Ja, also es ist ja die Frage nach dem Traum. Was ist dein Traum? Warum bist du hier? Was ist dein Traum? Warum bist du hier? Das ist eine schöne, spannende Frage, finde ich. Ja, und also für mich ist es einfach, die Antwort ist das Leben. Ist auch mein Traum so. Und ne, glücklich sein. Also wir haben ja verschiedene Träume, aber letztlich sind die irgendwo alle sehr gleich. Also ich, ne, auch, gibt Leute, die träumen von einem schnellen Auto. Warum auch nicht? Kann man ja träumen. Ne? Wir können tun, was wir wollen, aber können wir wollen, was wir wollen? Ne? Ja. Also S, anhalten, Pause machen, stoppen, streiken. T, Tee trinken. Ja, eine Situation schaffen, wo man überhaupt denken kann. Tasse Tee machen und dann Tee, thank, danken, weil Dankbarkeit ist was, ne, Positives, was uns öffnet. Ja, ist ja immer was Gutes. Und das ist in einer Überlebenssituation, also meinetwegen, Autounfall, alles ganz schlimm, Blut überall und so, mal kurz, huh, ich lebe noch. Ja, das ist ja so ein Bruchteilgedanke. Einfach diese Realisation auch. So, und dann Tee, denken. Was ist die Situation? Ganz analytisch sind zum Beispiel, habe ich überhaupt eine Überlebenssituation, ja oder nein? Ja, oder bin ich einfach nur außerhalb meiner Komfortzone? Kann ja auch sein und ich empfinde das auch nur so, weil mir vielleicht Training fehlt oder Wissen oder was auch immer oder Bewusstsein von der Situation. Also T ist einfach Situationsbewusstsein. Was ist die Situation? Und da hilft mir persönlich einfach mal die 6 Überlebensprioritäten, jede einzelne mir anzugucken. Sind die nachhaltig abgedeckt, ja oder nein? Weil wenn die das nicht sind, habe ich eine Überlebenssituation, ganz einfach. Und die 6 Überlebensprioritäten habe ich im ersten Video schon mal gesagt, Nahrung, Wasser, Luft, Schutz, Gesundheit und Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist die eine, die für einen Mangel der anderen abdecken kann. Das ist ganz spannend. Also Gemeinschaft ist das A und O. So, gehen wir mal zum O weiter. Also erstmal hier Überlebenssituation, ja oder nein. Muss ich leider sagen, sieht nicht so gut aus, wenn man sich das überlegt. Ne? Also sieht erstmal echt nicht so gut aus. Aber ist alles eine Frage der Einstellung auch und des Trainings und der Möglichkeiten. Und da können wir nämlich zum O. Welche Optionen haben wir? Welche Möglichkeiten haben wir? Was können wir machen? Was ist vielleicht schon gut? Ja. Und da ist diese ganze Latte von Reduce, Rethink, Reconnect, Repair. Reduzieren, wiederverbinden, ja, neudenken, reparieren, all sowas. Also das ist eine lange Latte, kennt glaube ich viele, ne? Also wieder benutzen und so kennt man. So, da einfach mal gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Und da gibt es einfach unglaublich viel. Da gibt es so unglaublich viel. Also wenn wir erstmal verstehen, es ist in unserem eigenen Interesse, unsere Situation selbst anzufassen. Und gucken, was geht. Und das müssen wir sowieso machen. Also, es sei denn, man will den fahrlässigen Selbstmord in, weiß ich nicht was, umwandeln. Ne? Also, ich persönlich will von fahrlässigen Selbstmord weg. Da kann man sich auch über den Begriff jetzt streiten. O, also Optionen gucken. Welche Möglichkeiten hat man? Was ist gut? Was kann man ändern? Copy-Paste-Lösungen. Und da auch ganz klar gucken, was sind überhaupt die Rahmenbedingungen, in denen wir, wie können wir überhaupt handeln? Ja, und das ist für mich ganz klar need to have, nice to have. Also was wollen wir? Was dürfen wir? Was ist möglich? Was ist nötig? Was ist genug? Und die Natur, der einzige Gott der Welt, ist da ja ganz schön tough. Also entweder lebt man nachhaltig oder man lebt nicht. ja, ist so. Ne? Also mit der Natur ist ja, da sind wir wieder beim Klimakompromiss Paris. Ne? Mit der Natur, wir können da keine Kompromisse machen. Mit uns selber, ja, klar. Mit unserer eigenen Natur vielleicht. Ja. Also, und dann P, einen Plan machen. Und im Rahmen Full Moon Full Stop gehört auch noch bei P als allererstes positiv hinzu. Ja, also es ist für mich heißt es, Glück ist für mich eine Entscheidung, sagt der Dalai Lama auch. Also der Weg zum Glück ist das, es gibt keinen Weg zum Glück, Glück ist der Weg. Also es ist eine positive Entscheidung treffen, wir schaffen das, dran glauben. Und das ist für mich, glaube ich, so das, wo ich vielleicht sehe,
da könnte ich mir mal, da, also das sind, glaube ich, die Fragen, die mich persönlich umtreiben, ist, ja, was glauben wir denn insgesamt so als Gemeinschaft? Und da muss ich mich ein bisschen von trennen, weil es reicht ja, dass ich für mich glaube, dass wir es tun können. Und ja, und dann ein Plan für den nächsten Monat. Ja, also einfach nur erreichbare Ziele, aber auch Abenteuerwagen. Abenteuerwagen, Komfortzonen verlassen, einfach mal gucken, was geht. Nicht nachhaltiger machen, sondern vielleicht versuchen, so hoch wie möglich auf der Nachhaltigkeitsskala anzufangen und dann schauen, wie weit muss man zurückkommen. Also es ist für mich der Weg, der für mich im Nachhinein am meisten Sinn gemacht hat. Ich habe, ich weiß nicht, 8, 9 Jahre versucht, mein Lebensziel nachhaltiger zu machen, mit sehr ernüchternden Erfolgen. Und als ich dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich hier Fullspeed und mach einfach so viel es geht und guck, wie weit muss ich zurückkommen, da hat sich eigentlich wirklich was bewegt. Also sobald ich mich getraut habe, Abenteuer zu wagen. Und im Nachhinein natürlich frage ich mich, warum habe ich das nicht schon eher gemacht? Denn im Nachhinein, oder wenn man sich das ganz kühl überlegt, ja natürlich, das Risiko, es nicht zu wagen, ist ja viel, viel größer als das Risiko, das man eingeht, wenn man einfach was ausprobiert. Mit den Prämissen, dass man für das Wohl der Weltgemeinschaft unterwegs ist. Und jetzt denke ich auch gerade irgendwie, ich könnte jetzt ganz viel weiterreden, also es gibt ja so viele Themen dazu, die da irgendwie alle mit drinstecken, ne? Also der Wert von Gesetzen zum Beispiel oder was auch immer. Ja, ich mache jetzt aber Schluss, ist schon wieder zu lang geworden, glaube ich. Ich habe hoffentlich ein bisschen was sagen können und es war vielleicht ein bisschen verständlicher. Und ich wünsche euch uns allen alles Liebe, alles Gute. Und ja, weil das irgendwie immer so zum Thema gehört, ich denke auch, dass der Danny bleibt, zumindest im Kopf und im Gefühl und in unserer Erkenntnis. Alles Liebe. Tschüss.